Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Darius Kamadeva und ich begrüße dich zu einer neuen Fragen-Freitag-Folge. Am Ende dieser Folge werde ich dir erklären, wie du dir meine neueste kostenlose DVD sichern kannst. Meine neueste DVD kostenlos sichern kannst, nämlich die Männerflüsterin ist die DVD für die Frauen und es gibt noch eine äquivalente DVD für die Männer, die heißt der Frauenflüsterer. Und am Ende dieser Folge werde ich dir erklären, wie du dir diese DVD sichern kannst. Wenn du nicht so lange warten willst, klick einfach auf den Link in der Beschreibung und da erfährst du alles, wie du dir diese DVD aktuell kostenlos sichern kannst. Presley Dittmann schreibt, Dreckstipps, warum hast du denn keine Freundin? Immer alles mit Sex verbinden. Schlau, wirklich sehr, sehr einfallsreich, Kollege. Ich habe eine Freundin, wir wohnen zusammen in dieser Wohnung hier seit 2 Jahren oder so. Wir waren vor kurzem in der Karibik zusammen, hier waren wir in Istanbul und in ganz vielen anderen Orten. Presley. Und immer am Satzanfang dieses Schlucken, wie ich das hasse. Kein Wunder, dass du keinen Job findest. Ich habe einen Job. Das hier ist mein Job, lieber Presley. Ich habe sogar einen ganz wundervollen Job. Oh, wundervoll. Weiterhin viel Glück, mein Freund. Bitte, bitte verreck nicht am Schlucken. Das nervt sowas von. Da könnte ich mit der Axt kommen, echt. Presley, du bist herzlich eingeladen, mich mit der Axt zu besuchen, genauso wie alle anderen Stänkerer, Hater, Internet-Trolls und YouTube-selbstbefriedigenden, selbsthassenden Menschen und Männer dieser Welt. Ihr könnt gerne kommen, ich mache gerne Interviews oder was auch immer alles mit euch. Ihr könnt auch sonst alles gerne machen, super gerne. Aber mal ernsthaft, so, ich habe einen Job, ich habe eine Freundin, ich habe eine feste Partnerschaft, ich habe ein sehr, sehr gut laufendes Unternehmen mit einem halben Dutzend Mitarbeiter, ich fahre 2-3 Mal im Jahr in Urlaub, ich weiß nicht, wer dir gesagt hat, dass ich keine Partnerin habe, ich weiß nicht, wer dir gesagt hat, dass ich keinen Job finde. So, ich finde viele Jobs, ich will bloß keinen anderen. Ich kriege relativ regelmäßig andere Jobangebote in anderen Projekten oder auch in anderen Firmen. Ich möchte das bloß nicht. Ich mag meinen Job sehr, sehr gerne, Presley. Aber ich finde es schön, dass du dir so viel Sorgen um mich machst. Also ja, danke schön dafür. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Alessandro M. schreibt, Hi Darius, kannst du mal bitte Tipps geben, wie man ein Mädchen, das seit kurzem in einer Beziehung ist, wo es oft Streit gibt und sie sozusagen unglücklich ist, erobern kann? Wie sollte man am besten vorgehen? Als erstes sollte man sich mal bewusst machen, ob man überhaupt die Verantwortung für eine gescheiterte Beziehung übernehmen möchte. Also möchtest du da wirklich eine Beziehung zerstören? Falls dem so sein sollte, solltest du dir bewusst sein, dass wenn eine Frau in einer Beziehung ist und während der Beziehung mit dir flirtet und dann ihren Freund verlässt, um mit dir zusammen zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das bei dir macht, wenn sie mit dir zusammen ist, relativ hoch ist. Das heißt, du setzt von Anfang an durch dein Verhalten Rahmenbedingungen, die dafür sorgen könnten, dass dir dasselbe passiert. Also ich habe das schon bei sehr, sehr vielen Leuten erlebt, die anderen Männern ihre Frauen ausgespannt haben oder Frauen, die Frauen Männern ausgespannt haben, dass sich dieses Muster dann einfach wiederholt hat. Ich persönlich, wenn eine Frau in einer Beziehung ist, selbst ob sie glücklich oder unglücklich ist, so, ich kann gerne Kontakt mit ihr haben, finde ich absolut unproblematisch, aber ich würde nicht direkt, nachdem sie die eine Beziehung beendet hat, mit ihr in eine neue Beziehung gehen. Ganz einfach, weil ich dieses Muster eben nicht weiter unterstützen möchte. Das ist mir einfach ein Stück weit zu unsicher. Jetzt geht es rum, hat geschrieben, scheint so, als hätte er noch das allsehende Auge auf der Brust. Solche Leute, die Illuminaten und Satanszeichen zur Schau tragen, sollte man meiden. Ja, auf jeden Fall. Also mein Tattoo, es geht um das Tattoo, was ich hier habe, hat nichts mit einem allsehenden Auge zu tun, um ehrlich zu sein. Das ist ein Herz mit einer Krone obendrauf. Und dieses Tattoo habe ich selbst designt nach dem Logo meiner alten Firma. Und dieses Tattoo habe ich mir stechen lassen für einen Menschen, der mir sehr, sehr wichtig gewesen ist und der vor einigen Jahren gestorben ist. Das ist also ein Tattoo, was mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet und was ich auch, wo sehr, sehr viel Herzschmerz auch mit dranhängt. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn Leute im Internet einfach Sachen behaupten, die total schwachsinnig sind, ohne da eine vernünftige Frage zu stellen. Mich interessiert die Meinung von solchen Leuten, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, aber ich wollte einfach mal kurz ein paar Worte zu dem Tattoo gesagt haben, weil
ich immer mal wieder darauf angesprochen werde, wenn ich irgendwo sitze und man hier irgendwo da was sieht. Und zwar steht hier auf Latein Haxum sicura tuente, das heißt, unter diesem Schutz bin ich sicher, und Familia in perpetuum, also Familie bis ans Ende der Zeit, da ein Familienmitglied vor einigen Jahren, ein sehr nahestehendes Familienmitglied vor einigen Jahren gestorben ist und ich es im Zuge dessen gemacht habe. Das war's mit einer neuen Folge Fragen Freitag mit mir, Darius Kamadeva. Ich würde mich freuen, wenn du das Video positiv bewertest, meinen Kanal abonnierst und wenn du dir meine kostenlose DVD sicherst, meine kostenlose DVD. Meine neueste DVD gibt es kostenlos aktuell. Du kannst sie dir kostenlos sichern. Die Frauenversion ist die Männerflüsterin hier. Es gibt auch noch eine Männerversion, die habe ich jetzt allerdings gerade nicht beim Schreibtisch liegen. Ich hoffe, man kann es sehen. So ein bisschen. Du kannst dir meine kostenlose DVD sichern. Alle Infos dazu, wie das geht, findest du unterhalb dieses Videos auf dem Link in der Beschreibung. Sichere dir meine kostenlose DVD und wir sehen uns bald wieder in einer der nächsten Folgen.